Es ist tiefst beeindruckend. Das Ennedi-Plateau ist einfach eine ökologische Nische. Der Garten Eden der Sahara, der eben einem Eindruck gibt, wie es während der grünen Sahara-Zeit vor rund 10 bis 5000 Jahren ausgesehen hat. War sofort klar, dass es ein Potenzial für ein Welterbe hat, und zwar nicht nur für ein Weltnaturerbe, sondern gleichzeitig eben zum Weltkulturerbe aufgrund eben dieser spektakulären, unzähligen, wunderschön gemalten Felsbilder. Es war natürlich ein sehr, sehr langer Kampf, der Anfang 99 begonnen hat, mit vielen Rückschlägen und Verzögerungen. Aber dafür war dann halt die Freude umso größer, als letztes Jahr das Ennedi-Plateau einstimmig angenommen wurde vom Welterbekomitee der UNESCO. Das Ennedi-Plateau ist damit die zweite Weltnaturerbestätte des Tschad. Bereits 4 Jahre zuvor gelang es Stefan Kröpelin, die Seen von Unianga unter den Schutz der UNESCO zu stellen. Im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln bereitet Stefan Kröpelin seine Forschungsexpeditionen vor und auf. Die Mittel dafür bezieht er unter anderem aus dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereich Unser Weg nach Europa. Dieser untersucht, wie der Homo sapiens aus der Subsahara nach Europa kam und welche Rolle dabei das Klima spielte. Das macht Spaß, nicht nur zu forschen, sondern auch irgendwas zu hinterlassen, dass man in den Gastländern halt nicht nur fachlich arbeitet, was ja mehr, sagen wir mal, für die westliche Welt von Interesse ist. Wie ist der Klimawandel erfolgt? Wie war die Besiedlungsgeschichte in diesen Gebieten? Welche letzten Pflanzen und Tiere gibt es noch? Sondern dass man eben wirklich halt was hinterlässt, außer wissenschaftlichen Fachpublikationen. Deswegen habe ich eben von Anfang an versucht, die Ergebnisse möglichst in die Öffentlichkeit zu vermitteln, in über 250 Vorträgen und über Magazine und Fernsehbeiträge und so weiter. Das alles wäre nie denkbar gewesen ohne meinen jahrzehntelangen Counterpart und Freund Dr. Babar Malee, der langjährige Direktor der dortigen Forschungseinrichtung. Das ist also eine ganz besonders enge, brüderliche Freundschaft, aber es gibt viele, viele andere Freundschaften mit Menschen überall im Tschad. Ja, ich bin ein Menschensammler, ich bin auch vor allem Begegnungen und manchmal auch häufig kurzfristige Begegnungen sind unheimlich wichtig. Ich glaube, das sind die Sachen, die im Leben bleiben. Bei der Jacks-Gas, nee, das Kölner Wasser ist an sich okay. Das ist auch geschmacklich völlig okay, nur sehr kalkhaltig hier. Das sind die Kacheln in der Küche unserer Forschungsstelle Afrika, wo sich die meisten Besucher verewigt haben, wie hier dieser Besuch aus Ägypten zum Beispiel. Aber die interessanteren, die sind hier auf der anderen Seite. Hier ist zum Beispiel Hans Rothert, der ja praktisch der Freund von Al-Mashi, dem englischen Patienten war. Der englische Patient hat ja einen riesigen Erfolg, eine riesige Verbreitung. Und der ist natürlich überhaupt nicht an den Originalschauplätzen gedreht. Das war natürlich ein guter Ansatz, in vielen Vorträgen zu zeigen, die wahre Geschichte dahinter. Und ich kam gerade von der wahren Schwimmerhöhle zurück, also die in dem Film ja eben fiktiv dargestellt wird, und habe dann eben so ein paar Sachen zurückgerückt und eben halt gleichzeitig jetzt unsere Arbeiten da präsentiert. So schnell ich rede, so langsam schreibe ich, so langsam fließt mir die Tinte, und da geht es mir wie Heinrich Barth, der ja auch sagt, er würde lieber noch mal für 3,5 Jahre die Sahara durchqueren, bevor er alles niederschreibt. Bei jeder seiner Forschungsreisen hat Stefan Kröpelin Tagebuch geführt. Über 60 Mal war er bereits in der Sahara. Das hat Spuren hinterlassen. Ich habe eine knappe Woche eben damit gelebt, dass mein Leben vielleicht ein paar Monate geht oder ein halbes Jahr. Das war eben so eine definitive Auskunft von den operierenden Ärzten erstmal. Die sagten, wir haben fortgeschrittenen Blasenkrebs.
Und dann wie ein Wunder, dass dann alle behandelnden Ärzte kamen und dann mich fragten, ja, waren Sie in den letzten Jahren mal in den Tropen? Und da habe ich gesagt, ja, es gibt in den letzten 40 Jahren war nicht ein Jahr, wo ich nicht in den Tropen war. Und dann sagten sie, das hätten sie noch nie erlebt in dieser Krebsklinik, dass eben es sich bei so einem Geschwür, was sie ja rausoperiert hat, nicht um ein Karzinom gehandelt hat und dass es sich da in diesem Fall eben um ein Bilharzinom gehandelt hat, was sich eben gebildet hat durch die Bilharziose-Krankheit. Die habe ich mir natürlich bei den Bohrarbeiten geholt, da es wäre unmöglich, so eine Bohrung zu machen, ohne mit dem Wasser in Kontakt zu kommen. Der Erreger der Bilharziose ist ein Saugwurm. Seine Larven leben im Süßwasser und nisten sich über die Haut als Parasiten im Körper ein. Aber Stefan Kröpelin zählt die 2010er-Expedition zu den Seen von Unianga aus einem anderen Grund zu einer seiner wichtigsten. Mit reiner Muskelkraft haben die Klimaforscher damals Bodenproben aus dem Grund des Sees gezogen. Insgesamt 16 Meter. Das Besondere ist die feine Schichtung in diesem Bohrkern, dass wir eben für jedes Jahr mindestens zwei Schichten haben, eine Winterlage, eine Sommerlage, eine Winterlage, eine Sommerlage und so weiter. Und die zieht sich jetzt unabhängig von der Farbe über den gesamten Bohrkern. Also dieser Bohrkern ist also ohne jeden Zweifel das mit Abstand beste Klimaarchiv für die gesamte Sahara. Ich würde auch sagen, für ganz Afrika, für die letzten 11.000 Jahre und selbst weltweit gibt es da wohl kaum einen Konkurrenten. Es gab viele brenzlige Situationen, aber als leichtsinnig bezeichnen würde ich mich nicht, als risikofreudig. Das muss man sein und man muss sich manche Sachen trauen, die sich dann vorher noch keiner getraut hat, jedenfalls nicht von wissenschaftlicher Seite. Und ich bin auch nicht leichtsinnig, was mir manchmal so unterstellt wird. Ich habe Kinder, ich habe eine Familie, also ich würde nie, wenn es wirklich zu riskant wird, dann weitermachen. Ja, also die nächste Forschungsreise ist geplant für November und dann soll es auch ins Tibesti gehen. Vor allem, um die Grundlagen zu schaffen für das nächste Welterbeprojekt, das hoffentlich in einigen Jahren das Tibesti sein wird. Wenn ich nur dran denke, dass man jetzt wieder mit ein paar Einheimischen, mit seinen Kamelen tagelang sehr enthaltsam lebt, aber trotzdem in einer biblischen Landschaft, wo jeder Punkt, wo man hinkommt, irgendwas Neues bringen kann, dann hält es mich kaum mehr hier auf meinem Stuhl.